So, dann suchen wir mal weiter den Spawnpunkt. Weil wir haben ja jetzt eigentlich auf der Karte steht er, aber wir haben ihn nicht gefunden. Warum auch immer. Ist wahrscheinlich Denn das das ist das Haus, blaue Haus. was da oben auf dem Hügel steht, ne? Da steht doch sowas separat, ne? Captain's Villan. Tja, Bumse hat's gemacht. Aber ich bin angekommen. Aha, hier ist schon mal eine Fahrradstation. Das sieht tatsächlich gut aus. In der Küche ist ein Rucksack. Hier ist eine Kiste. Okay. Nach oben. Rucksack im Elternschlafzimmer. Da ist Wo? nichts. Okay. Badezimmer. Wohnzimmer, Kiste. 100 Punkte haben wir gerade gekriegt. Das ja eigentlich bedeutet, dass wir den Spawnpunkt hätten, aber ich habe bis jetzt noch keine Lagerkiste gefunden. Hier oben. Ah, okay. Also unten ist sonst nichts mehr. Medipack im Badezimmer oben. Und eine Kiste. Endlich die Scheiße loswerden.
So, mal gucken. Was können wir denn an Munition loswerden? 270er. Ah, nee, doch. Boah, man merkt richtig, dass ich müde werde. Wieso? Ich habe einfach aus Versehen ein Gewehr geschrottet. Weil ich da einen schrotten wollte. Ja, shit happens, würde ich mal so sagen dann. Ich habe schon wieder so viel Munition dabei gehabt. Ah, ich kann wieder laufen. Sehr schön. Was braucht die Automatikgewehr 5? Ich habe auch die Automatikgewehr 5, ja. Klar. Ja, was braucht die? Was braucht die? Die Automatikgewehr, ich meine, das wäre eine 7, aber ich guck nach. Fünf sechs braucht die. So, komm mal her. Ein Viertel können wir noch looten, bevor wir ausmachen müssen. Dann haben wir zumindest alle Vororte von Östervik gelootet. Jetzt gehen wir nächste Folge in die Stadt rein. Mhm. Komm sofort. Wir sind ja wirklich fast durch mit dem Spiel, sehe ich gerade. Hab mal jetzt über die Karte geguckt. Wir sind jetzt überall gewesen. Das ist jetzt wirklich nur noch hier die Stadt. Dann, das ganze Gebiet, wo wir jetzt drin sind, das ist noch komplett zu machen, aber das ist aber natürlich ein kleines Gebiet und das Gebiet im Norden müssen wir noch machen und das war's, dann sind wir durch. Aber die Stadt ist natürlich hier der größte Schinken. Da werden wir mit Sicherheit alleine eine Aufnahmesession dafür brauchen. Ja.
Lea, ich glaube, du fährst in die falsche Richtung. Nein. Nee, okay. Ich bin hingeflogen. Wie immer? Mach du dich mal nicht darüber lustig. Ich bin einfach nur froh, dass ich nicht mehr der Einzige bin. Das ist das letzte Viertel hier rechts, was wir machen. Danach machen wir Schluss für heute Nacht. Turn Berget. Eine Kiste in der Garage. Schuppen ist leer. Kiste im Flur. Zwei Kisten im Flur. Oh, eine fliegende Pflanze. Nichts. Okay. Bin ich zum nächsten Haus. Hundehütte leer. Holzschuppen, Kiste. Schuppen, Kiste. Garage, Kiste. Medipack, Wartezimmer unten. Kiste, Flur. Irgendwas? Demnach nicht. Ich nehme mal nichts. Keine Antwort ist nein. Hier ist nichts. Ich habe doch eine Antwort gegeben. Nee, ich habe es ja nicht gehört.
Schlafzimmer, unten, Kiste. Schuppen, Kiste und Rucksack. Oben gar nichts. Okay. Badezimmer unten, Erste-Hilfe-Paket. Küche, Kiste. Was? Nichts. Trockener Hals? Oder Corona? Trockener Hals. Garage ist eine Waffenkiste. Kinderzimmer links, Rucksack. Okay. Garage, ist die Kiste drin. Zu dem Haus. Kiste im Flur. Schrott und Altmetalle. Die Armee bekämpft in Osterwick einen Stadtteil von Marbacken. Etwas Eindrucksvolles. Finde den Kampfplatz, um Armeeausrüstung zu bergen. Falls die Maschine noch da ist, gib ihr den Rest. Nix oben. Unten war auch nix. Kiste im Schuppen. Kiste in Holzschuppen. Kiste in der Garage. Im Kofferraum ist was drin.
Garage ist eine Kiste drin. Oben Bad Medikit. Pflanzen so leer. Hast du unten schon? Nee. Büro, Kiste. Zwei Kisten. Sonst leer. Kiste in der Küche. Waffenkiste in der Garage. Und ein Rucksack. Oben nichts. Oh, Rest ist leer. Kiste im Badezimmer unten und ein Medipack. Zwei Kisten in der Garage. Kiste im Holzschuppen. Oben nichts. Rucksack im Puppenhaus. Kiste im Wohnzimmer. So, das war's. Gut, wir sind durch. Also, meine lieben Zuschauer, nächste Aufnahmesession für morgen geht's dann hier in diesen Riesenklotz, der Osterweg ist, rein. Mit all seinen Straßen und Ganzen. Das wird ein etwas komplexes Unternehmen, weil wir natürlich da dadurch, dass die Siedlung so groß ist, natürlich auch viele Häuser haben und da wahrscheinlich mit Sicherheit Fahren verloren gehen wird. Dann werden wir zu diesem Gebäudekomplex vor der Stadt gehen und dann zu dem wahrscheinlich Industrieviertel von Östervik, wo es dann auch weitergeht mit der Hauptmission nicht allein. Ja, und dann geht's weiter Richtung Norden, in den Rest dieses Gebietes. Und im Rest zu dem Gebiet im Norden, das hatten wir ja auch schon angefangen. Und dann war's das, dann sind wir durch. Aber das sind sicher noch ein paar Wochen Material, was ihr da sehen könnt. Also von daher würde ich mich freuen, wenn ihr auch weiterhin so fleißig einschaltet. Ich grüße alle neuen, an der Stelle auch mal alle neue Abonnenten nochmal. Waren doch jetzt einige, die neu dazu gekommen sind. Und freut mich, dass es euch gefällt, dass
die Qualität jetzt höher gegangen ist, dank der neuen Grafikkarte. Und ich danke Alea für ihr tapferes Zusammenhalten bei den letzten drei langen Aufnahmesession. Einmal 4 Uhr, jetzt zum zweiten Mal 3 Uhr. Also, aber wie gesagt, es wird jetzt alles besser. Wir haben jetzt genug vorgearbeitet, dass wir jetzt wieder im normalen Rhythmus weiter aufnehmen können. Und von daher hoffe ich mal einfach, dass das alles auch dann weiterhin so klappt. Wir haben ja Urlaub, wir beide jetzt 2 Wochen, also sollte eigentlich klappen. Also yep. Von daher, mir fällt nichts mehr ein, was ich noch sagen könnte. Ich sag gute Nacht. Nacht. Bring den Laptop noch runter. Tschüss. Ciao.